Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Chimera Squad. Jetzt auch endlich wieder mit Spielton. Es tut mir so leid, dass in Folge 32, 33 und 34 kein Ton zu hören war. Ich habe es jetzt gerade eben zwischen dieser Folge und der vorigen bemerkt und ich hoffe, ihr versteht, dass ich es nicht hinbekommen habe, zeitlich einfach jetzt alle drei nochmal aufzunehmen. Das wäre nochmal anderthalb Stunden dann quasi gewesen. Das Wichtige ist tatsächlich eher... Ja, dass man, glaube ich, eher hört, dass ich was sage. Ansonsten wäre das nämlich irgendwie so ein Stummfilm gewesen. Ja, gut. Ich bitte einfach um Verzeihung. Und ja, jetzt funktioniert es ja Gott sei Dank wieder. Okidoki, meine Damen und Herren. Dann würde ich einfach mal sagen, Terminal ist leider jetzt verletzt. Habe ich jemand anders, den ich da mitnehmen kann? Ich muss mal gucken, was für eine Verletzung Terminal eigentlich erlitten hat. Terminal hat erlitten Trefferpunkte um 3 reduziert. Das ist eine bittere Pille. Boah, das ist echt mies. Scheibengleis, was hast du echt von den Verletzungen erlitten? Kritische Trefferchance reduziert, das ist nicht so tragisch. Also gut, dann nehme ich dich. Wobei, Terminal, ja, da müssen wir halt ein bisschen mehr auf Terminal aufpassen. Terminal brauchen wir einfach zum Heilen. Deswegen kann ich das eigentlich nicht akzeptieren, dass wir sie nicht mitnehmen. So, die Stadt brennt. Was ist das hier eigentlich? Ich kann Quarantäne machen. Verhindern, dass in einer Stadt noch mehr Chaos ausbricht. Ich mach das da und dann mache ich das da. Zack. So. Brauche nämlich die Informationen. Die Montage ist abgeschlossen. Axiom ist auch wieder am Start. 70 Informationen ergattert. Und Plünderermarkt geöffnet. Kommt da was? Kommt da was? Nein. Was gibt es diesmal? Stecher. Okay. Das sorgt dafür, dass ich eine 10%ige Chance habe, dass eine Aktion... keine Aktion verbraucht. Oder die panzerbrechende Munition ignoriert 5 Rüstungspunkte. Wäre auch nicht schlecht. Ja, ich bin aber momentan nicht sicher, ob ich das dringend brauche. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Die Montage wurde abgeschlossen. Das ist sehr, sehr gut. Ja, ich werde mich gleich um das kümmern. Habe ich jetzt hier im Vorrat eigentlich neue Sachen bekommen? Die Meisterwerks-Maschinenpistole. Die haben wir jetzt hier bekommen. Genau, an der haben wir gearbeitet. Das ist auch eine Waffe für Terminal und auch für Torque. Dann können wir in die Ausbildung jetzt jemanden wiederum stecken. Bin ich echt am Überlegen, ob ich nicht sogar direkt Terminal da reinklabastern soll. Oder Fähigkeit Wächter. Ausrüstungsplatz um 1 erhöhen. Das ist interessant. Okay, ich tue jetzt erstmal sie ausbilden. Und dann kommt jetzt tatsächlich Torque wieder mit ins Team. Axiom muss eigentlich auch ein bisschen trainiert werden, deswegen nehmen wir jetzt hier Godmother aus der Nummer raus. So, und in die Montage packe ich tatsächlich Verge. So, und in der Montage können wir wieder Sachen montieren natürlich. Verbesserte Ausbildung. Oh, ich kann die Ausbildung verbessern. Ermöglicht es die Ausbildung, 2 Einheiten zuzuweisen. Warum nicht? Schon vor 30 Turns. Das gibt's ja wohl nicht. Oh, das ist so wichtig. So, egal. Ja, wir gehen jetzt hier wieder rein. Haben hier einen Notfall, wie man sieht. Ich will aber keinen Notfall machen müssen. Die sind so doof. Vor allem, wenn hier oben so ein toller... eine tolle Mission ist. Die ist einfach so viel besser. Ganz im Ernst, ich akzeptiere diesen dämlichen Ausbruch einfach. Ist mir egal. Denn wenn ich jetzt das hier mache, dann habe ich ja auch Stress. Egal, was ich mache, es wird dumm laufen. 80 weitere Informationen. 2 nochmal 3. Boah, das ist ja echt der Hammer. 115 Informationen. Sorry, ich mach das. Das andere... Die andere Bude brennt eh schon. So rechtfertige ich das Ganze jetzt einfach mal. So, fortschrittliches Zielfernrohr und Stecher schafft Reflexgriff. Ich mache den Reflexgriff. Dann mache ich hier Machtgewebe. Vorstoßgegenstand. Zielanalysierer. Medikit, jemand muss es mitnehmen und eine Trägheitsgranate. Und dann haben wir noch Axiom.
Axiom hat als Primärwaffe einsamer Herold. Gewährt Sturm und Schuss. Bekommt ihr auch ein fortschrittliches Zielfernrohr? Einheit verfügt beim Schießen über eine 10%ige Chance, dass der Schuss keine Aktion kostet. Mache ich jetzt einfach mal. Du bekommst noch den Extraschutz. Autoschlüsselkarte, Betäubungsgeschosse, Blendgranate. Ja, und jetzt gehen wir mit dem Team hier jetzt mal auf Achse, ne? Und dieses Mal, wie gesagt, sogar mit Ton. Ich habe übrigens keine Ahnung, warum mein dämliches OBS das manchmal einfach tut. Sie haben den VIP vor dem Feind erreicht. Die Evakuierung vorbereiten. So, okay. Mit gutem Beispiel voran, die erste Einheit, die hier reingeht, macht plus 3 Schaden. Tja, wer soll denn das machen? Ich würde aber mal sagen, er, denn er hat die beste Chance zu treffen. Warte mal, mit Axiom, mit ihm hier können wir eigentlich dann das Brüllen machen. Ja gut, dann ist es halt so. C4. Wer von euch hat denn... Torque hat doch da, glaube ich, irgendwas. Moment. Torque hat hier den Zielanalysierer. Genau, den will ich jetzt hier auch mit reinnehmen. Blue Blood als nächstes und dann du noch. Go. Bleibt hinter mir. Werfe Granate. Und jetzt Brüll. Ah, er brüllt gar nicht. Das hat mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Ja, geil. Das muss ich erstmal überhaupt treffen. So eine Scheiße. Den mit 43%. Ich versuch's einfach. Okay, es hat funktioniert. Halten wir das mal fest. Es hat funktioniert. Das ist super. Dann spuck ich mal mein Gift auf ihn. Dann hat er es auch hinter sich. Du kannst jetzt hier den Lanzenträgerschuss machen. Kritisch getroffen. Ja, und du machst jetzt den einfach weg. Oh, tschüss. Er ist bewusstlos. Das ist wichtig. Nicht, dass er im Gift stirbt. Ja. Wisst ihr, die machen natürlich VIP auch... In Sicht. Hab das Ziel gesichtet. Wo muss ich eigentlich hin mit dem VIP? Da hinten! Ja, das ist aber nett. Okay, dann hole ich... Warte mal, hier kann eine Blendgranate noch irgendwo hinwerfen. Dann sorge ich mal dafür, dass die beiden jetzt hier geblendet sind, weil die sind relativ früh dran. Achtung, Blendgranate. Aber ich glaube, der ist wahrscheinlich der Andromedon wieder völlig desinteressiert. Ah, nee, das hat auf ihn eine Wirkung. Okay, dann hole ich jetzt ihn noch ran. Das ist wichtig. Wir müssen ja alle irgendwie da rüber, ne? Wir müssen ja einfach alle da rausholen. Aus der Nummer. Also die große Frage, ob ich jetzt ihn einfach hauen lassen soll. Die Chance halt hier was zu treffen ist äußerst gering. Ich gehe da hin und klatsche und umkommen. Do it. Desorientiert. Okay. Die blitzschnellen Hände. Den zu treffen wird schwer. Rauchgranate. Nee, die mache ich momentan noch nicht. Das hier wäre halt der mit 64%. Der wäre mit 79. Aber den kriege ich nicht down. Komm, Feuer. Ich liebe mein Leben. Ich gehe jetzt hier dann doch auf die Chance. Sehr gut. Wow! Manchmal klappt's einfach, ne? Warum? Der VIP ist so gut wie tot. Das ist nicht geil. Boah, fuck, ey. Wieso macht der Schaden an dem Ding, wenn er drüber schießt? Kann mir das mal bitte jemand erklären?
Da schießt er daneben. Okay, Talk. Du hast die Möglichkeit des Kettenschusses. Du kannst die Trägheitsgranate werfen. Ich möchte, dass die da drüben nirgendwo mehr hingehen. Granate. Gut. Jetzt ist die große Frage. Der Bomber ist ja auch... Ne, warte mal. Der ist gleich dran. Und der ist gleich dran. Und der da hinten ist gleich dran. Ich rücke es einfach dahin. Denn ich muss ja schließlich auch weiter vor. Die Frage, was kann ich mit dem Kettenschuss treffen? Ihr wollt mich verarschen? Macht der Kettenschuss nochmal. Schießt mit 15% Zielsicherheit, triffst du das Ziel, schießt du automatisch nochmal drauf. Ja, geil. Ja, dann halt nicht. Naja, immerhin Streifschuss, aber Waffe zerschreddert. Zielwaffe im Einsatz. Nicht cool. Irgendwie treffen sie ihn gerade eben nicht. Das finde ich äußerst schön. Oh nein. Ja, wobei, der zündet vielleicht seine Dudes an, oder? Nee. Ich muss abhauen. Ja, das musst du, Mädel. Das solltest du auch ganz dringend. Warte mal, ich mache jetzt mal eine Waffenstörgranate dahin. Weil das trifft die hier alle so schön. Ja, ich weiß, dass ein Verbündeter im Zielbereich ist. Dass der Purifikator halt dagegen immun ist, ist die blanke Unverschämtheit. Wenn die alle treffen hier. Das habe ich auch noch nicht gehabt. 4 Gegner. Holla. Holla, die Waldfee. Dann gehst du mal besser da drüben hin. Aus dem Weg jetzt. So. Ja, er muss komplett nachladen. Oh no. Keine Munition. Ja, das brauchst du doch aber auch gar nicht. Wer will was? Ja, ich würde mal behaupten, der hier könnte weg. Den hier könnte man hauen. Aber ich glaube, der ist sehr viel näher dran. So. Ein Problem weniger. Autsch. Ich brenne. Ja, du brennst für diesen Job. Ich weiß. Erstmal hier Sicherheit schaffen. Blueblood ist schwer verletzt. Der muss nachladen, so oder so. Und weiter geht's. Tja, die Frage ist, auf was schieße ich jetzt hier? Der Roboter da drüben ist ein arschiges Problem. Ich will den loswerden. Ah, das ist wieder was im Zielbereich. Ja, dann. Das ist doch egal, der geht doch sowieso drauf, wenn das Ding in die Luft geht. Warum ist der da auch? Jetzt wird's heftig. Na, das hat der Original überhaupt nichts bewirkt. Fuck my life. Da ist nirgendwo Deckung. Und da brennt's. Hier brennt's halt überall, ne? Wenn dahin kommen. So. Ich werde gleich gegrillt. Ja, du wirst schon die ganze Zeit gegrillt. Obwohl man das Feuer komischerweise nicht sehen kann. Okay, Schlängelchen. Wer ist denn als nächstes dran? Er da hinten. Und danach er. Und dann der dämliche Purifikator. Ich möchte diesen Purifikator loswerden. Aber ich kann ihn nicht loswerden, weil ich ihn nicht. Ist klar.
Na, ihr seht schon, ist nicht drin und so. Heilen. Ich wollte ihn ranziehen und umschlängeln, aber ich kann's nicht. Jetzt kann ich's, okay. Dann machen wir das mal. Dann sagen wir mal dafür, dass der erstmal nichts mehr tut. Ich begebe mich zum Ziel. Und das war's wohl mit Blue Blood. Ja. Oh, fuck my life. Also, ey, das ist so blöd mit dieser Explosion. Also, wenn das jetzt der Grund ist, dass ich die Mission nahe laden muss, dann bin ich schon ein bisschen angepisst, muss ich ganz ehrlich sagen. Du schießt aus der eigenen Deckung, der Fahrzeugdeckung, und dann geht das Ding in die Luft. Weil es ja voll logisch ist, dass das Ding in die Luft geht, wenn man drüber schießt. Keine Ahnung. Sind da Dämpfe ausgetreten? Ich versuch's nur nachzuvollziehen. Ich versuch's einfach nur nachzuvollziehen, was da passiert ist. So. Muss nachladen. Keine Munition. Tja. Könnte es ihn aber auch stabilisieren gehen. Wäre mal eine Idee, ne? Dass wir das Spiel zumindest nicht verlieren. Versuche ich mit ihm auf die Seite noch zu kommen. Boah, dauert das lange. Ja, nee, ist klar. Es macht der Boom. Eieiei. Komm, quetsch mal weiter. Quetsch den Jungen mal so ein bisschen aus. Wie so eine überreife Zitrone. Oh, komm ey. Ist das jetzt hier eine Kettenreaktion oder was? Hey, nee, Leute, ganz im Ernst. Ich starte diese Mission neu. Das ist einfach... Also mit dem explodierenden Auto hat das alles angefangen. Sorry. Aber das sehe ich einfach nicht ein. Ich meine, woher soll ich denn wissen, dass das die blöde Karre explodiert? Ja. Das hatte ich jetzt auch noch nicht. Nur weil ich selber drüber schieße, also gut, der erste eine macht plus 3 Schaden, dann nehme ich irgendjemand, der auch eine bessere Chance hat zum Treffen. Also ist es Blue Blood als allererstes, weil er hat ja auch nicht gebrüllt. Ich hatte eigentlich gedacht, dass er seine Brüllaktion macht, was er ja kann, um andere einzuschüchtern, aber hat er ja nicht gemacht. Dafür auch original erstmal gar keinen Dank. So, dann gehen wir rein. Nicht drängeln. Werfe Granate. Bum, 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 bum. So, ich weiß jetzt schon, dass ich den Pisser hier loswerden will. Ach, wisst ihr, Leute, wo wir gerade eben beim Laden sind. Das ist einfach nur ätzend. Das Spiel verarscht mich doch einfach nur noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich treffe natürlich wieder gar nichts mit der dämlichen Schotti. Komm. Wenn er trifft, ist gut. Wenn nicht, dann kann ich auch nichts machen. Hey, nice. Und du verhaust den Soldat da vorne. Es ist einfach diese 91%, ne? Und ich mach... Ja, und er trifft natürlich. Boah, überall diese scheiß Autos. Bin schon ein bisschen verzweifelt, gerade. Wenn das Spiel dich so hart trollt. Ja. VIP gesichtet. Schützen und zur Evakuierung bringen. Ja, VIP gesichtet, du bist ein Witzbold. Erst einmal Rauchgranate werfen. Ganz im Ernst, ich möchte, dass wir jetzt hier erstmal ein paar Sekunden sicher stehen. So, verschleiert. Jetzt kann ich hier eine blitzschnelle Reaktion machen auf den Wächter oder auf den Purifikator. Der Purifikator geht mir ohnehin ziemlich auf den Sack. Aber vorher will ich... Wen will ich denn ranholen? Torque vielleicht? Ne, Zephyr. Zephyr vielleicht? Ja, ich glaube mal, ich mache das hier mit Torque. Torque soll das machen. So, dann habe ich jetzt hier einen kostenlosen Schuss. Genau, das ist das, was ich wollte. Die Karre schon mal in die Luft gejagt.
dann kann ich versuchen, den Soldaten in die Luft zu jagen, wobei Zephyr dann unter Umständen drunter leiden könnte. Und ich versuche mein Glück einfach, den hier wegzuballern. Gut. Und jetzt schauen wir mal. Diesen alten Schlawiner treffen kann mit dem anderen zusammen. Nee, kann ich nicht. Aber ich jag vielleicht die Karre in die Luft. Warum müssen da überall Leute im Weg sein? Das ist doch nicht wahr, ey. Da sind überall Leute im Weg. Warum? Oh Mann. Na komm. Immerhin den ausgeschaltet. So, Torque ist dran. Torque hat eine unglaublich geile Chance, den hier mit 51% zu treffen. Das ist das Beste, was sie machen kann. Machen wir hier, warte mal, wo ich eine Trägheitsgranate hinmachen? Auf die da hinten. Okay, das war der erste Streich. Dann folgt der zweite wohl zugleich. Torque geht jetzt tatsächlich dahin und wird jetzt hier den Kettenschuss aktivieren. Denn irgendeiner muss es tun. Und... Klar, das war ein Streifschuss, wie er im Buche steht. Es darf nicht wahr sein. Deckung suchen, komm. Aber immerhin bin ich mit ihm jetzt schon mal vom Auto weg. Da komme ich halt einfach nicht drauf klar, ey. Au! So, der hat's hinter sich. Jetzt ist Axiom dran. Der da oben ist ein Ziel und der da, warte mal. Ich kann aber eigentlich jetzt den da... Nee, kann ich immer noch nicht. Scheiße. Blendgranate. Mach den da hinten halt erstmal unfähig, ne? Werfe Blendgranate. Mir auch recht. So, ja gut, dann muss ich jetzt versuchen, jemanden zu hauen. Nicht unbedingt den Roboter, sondern ihn hier. Versuch's einfach. Weg von der Karre da. Na also. Der ist desorientiert. Hat nur gestreift, das ist gut. Kann sie das Vieh eigentlich würgen? Frage ich mich gerade. So, Zephyr. Es wäre mir sehr lieb, wenn du ihn jetzt hier mal operativ entfernen könntest. Zack. Gut. Und jetzt gehst du dann mal hier in Deckung. Beeile mich. So, es ist der Purifikator dran für den nächsten potenziellen Killshot-Versuch. Aber ich möchte jetzt hier natürlich mit meinem gesamten Team hier auch so nach und nach mal weg. Die Situation wird ja nicht geiler. 70% Chance. Er hat so viel Rüstung. Das muss ich so versuchen. Das war wichtig. Und jetzt kann ich ihn noch so ausschalten. Oder hoffen zumindest. Das hat geklappt. 11 Schaden. Ich kann den jetzt hier halt wegknuddeln. Den Purifikator. Dann kommen wir hier wahrscheinlich weg. Umschlingen. Du kannst dich nicht. So, jetzt gehe ich mit dem hier nämlich dann... Ja, ich gehe den vorsichtigeren Weg, würde ich mal sagen. Nur erstmal bis da und dann nochmal in Deckung. Okay. Sturm und Schuss. Erhalte eine Aktion nach dem Sprinten. Ah, okay. Das war also das da. 100%. Bumm. 4 Schaden. Und nochmal eine Bonusaktion. Geil, das hat nichts gekostet. Ja, dann gehst du jetzt hier nochmal in Deckung und schießt nochmal auf den Penner. Give it to him.
Nochmal 5 Schaden. So, er ist nicht mehr desorientiert. Leider holt er jetzt hier den Typen da raus. Das ist natürlich blöd, weil der jetzt auch gleich wieder dran ist. Auf dem Weg dorthin, wo ich gebraucht werde. Du wirst nur im Friedhof gebraucht, Junge. Die haben gerade angerufen. Okay, dann hau ich jetzt den hier einfach um. Zermalme Gliedmaßen. Oder auch nicht. Dann gehe ich dahin, um im Weg zu sein. Ich habe keine Munition. Die kommen da aus dem scheiß Auto raus, wo meine Leute rumstehen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, ist klar. Leer geschossen. Schön. Oder auch nicht. Warte mal, ich kann, wenn ich jetzt da hingehe, beide treffen. Mache ich jetzt auch. Ändere Position. Das ist der Moment, wo mir anfangen, Dinge egal zu sein. Gut. So. Talk. Ausschalten, das Ziel. Dummerweise ist er halt noch nicht komplett zerstört, ne? Aber ich kann ja eh nicht mehr Schaden an dem Roboter machen. Ja, du solltest jetzt hier nicht mehr sein, ne? Das hast du ja auch gemerkt. Das ist natürlich jetzt ungeil. Lauf! Jetzt kommt natürlich noch diese dämliche Schlange mit diesem komischen Helm. Und es ist Axiom gleich dran. Schränke Mobilität des Ziels ein. Ach scheiße, er ist festgesetzt. Ja, aber nur fast. Und das ist ja quasi der springende Punkt. 100% Trefferchance. Kritisch getroffen. 7 Schaden. Gut. Bewegt er sich vor? Schalte das Ziel aus. Oder auch nicht. Sind in Bewegung. Oh nein, 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 oh nein. Boah, Gott sei Dank, der hat ihn nicht angegriffen. Ich weiß nicht warum, aber er hat ihn nicht angegriffen. Kannst du jetzt eigentlich hier beide treffen? Ah, gerade so leider nicht. Okay. Der hier muss da drüben halt auch noch ausgeschaltet werden. Halt. Die kommt da nicht ran. Ist mir egal. Ich muss den ausschalten, der jetzt hier Stress schiebt. Und das ist der da. So. Ich bleib einfach hier mit parieren. Ich habe keine Munition mehr. Bin leer geschossen. Ja, du bekommst jetzt auch wieder Munition, Junge. Nicht rumweinen. So, das heißt erstmal nochmal blitzschnelle Reflexe. Du kannst die Kobra zum Teufel jagen. Die stresst da auch rum. Ja, komm, mach sie weg. Gut. Oh, 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 oh. Ach, zum Glück nur gestreift. So, aber die Situation ist schon mal eine komplett andere. Sie kann tatsächlich ihn nicht umschlingen, by the way. Wollte ich nur mal so erwähnen. Ich rücke jetzt da hin und mache Kettenschuss auf ihn. Und ich guck mal, wen ich besser treffen kann. Ja, das ist 100%, klar. 69%. 68%. Ja, ich mach den jetzt hier einfach weg, weil ich habe keine andere Wahl. Oder warte mal, ich kann eine Giftspucke machen. Eine Giftspucke. So, der ist jetzt vergiftet. Der hat jetzt eigene Probleme. Jetzt kann ich endlich den VIP hier retten. Boah. Muss nachladen. Ja, Axiom, zieh dich mal zurück. Alle kollektiv zurückziehen. So. Nachladen. Waffe voll.
Ja, bekommt ihr nochmal Giftschaden. Habe das Ziel im Visier. Ja, und Axiom hat natürlich nochmal eine kassiert. Das war doch stinkig. Rennt aber. Der aktiviert einfach die Waffe wieder. Tja, was mache ich jetzt mit C4? Waffenstörungsgranate. Ich will nicht, dass der Typ nochmal einmal schießt da hinten. Und jetzt verlasse ich mit Sefir den Laden ebenfalls. Ich weiß, dass wir schon wieder bei 30 Minuten sind, aber ich muss jetzt hier raus. Ja, nur rennen hilft ja auch keinem weiter. Wobei, der kann nicht mehr schießen. Doch, ich kann rennen. Der andere stirbt gleich. Also rennen wir jetzt einfach. Oh je. Der ist zum Glück total unfähig. Und mit ihr beschäftigt. Das war gut. Und mit dir gehen wir jetzt auch raus. Unterwegs. Scheiß doch die Wand an. Ich bin raus. Keine Munition. Ja, brauchst du auch nicht mehr. Du bist raus, Junge. Achtung. Wir haben ja die Hauptmission geschafft. Und wenn jetzt nochmal jemand blutend zu Boden geht, dann geht halt jemand blutend zu Boden. Ja, ist klar. Der ist halt mal original überhaupt nicht beeindruckt vom Gift. Deaktiviere Zielwaffe. Okay, gut. Dann war's das wohl. Ist mir doch egal. Lass mich einfach raus hier. Jetzt wird's aber echt übertrieben. Jetzt wird's echt übertrieben. Okay, wir haben's geschafft. Go, 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 go. Das Auto geht auch noch gleich in die Luft. Und Tschüssikowski. Eieieiei. So geht das. Wenn die Karre vor dir einfach mal nicht explodiert, nur weil du über sie drüber schießt, ne? Mein Gott. Dann sage ich mal schon mal jetzt vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit, liebe Leute. War genug Verzweiflung für einen Abend, ne? Macht's gut, schöne Zeit, tschüss und ade.